Heute besuche ich das Geschäft Harlequin in Winterhude. Hallo Vio, schön, dass du da bist. Ich bin Anke und ich wollte dir den Laden mal zeigen. Ja klar, genau deswegen bin ich auch hier. Genau, wir können ja hier gleich mal anfangen. Und hier sind die Sachen für die kleinen Kinder, also für die Babys bis 3 Jahre. Habt ihr denn auch noch Sachen für größere, solche wie ich? Also eigentlich bist du ja schon ein bisschen groß für das Geschäft. Ich habe hauptsächlich Sachen für Neugeborene zum Anziehen, für ganz niedliche. Oder Spielzeug für Babys und dann bis 6, 8 Jahre so hoch. Aber für dich hätte ich noch ein paar Spiele und Bücher. Da habe ich noch für 12- und 14-Jährige auch was. Kannst du mir bitte deine persönlichen Lieblingssachen zeigen? Ja, das mache ich gerne. Wir können ja mal bei den Babysachen anfangen. Also das ist zum Beispiel ein Strampler von der Firma Fädje. Den finde ich ganz besonders niedlich. Dann haben wir neu noch hier sowas zum Beispiel. Das ist auch Fädje. Das sind von der Firma Engel, Naturwaren. Das ist alles aus Ökobaumwolle oder Wolle. Und da finde ich zum Beispiel diese Jacken, die sind ganz weich und warm. Und hier habe ich noch Tassen und Teller, Schüsseln für Babys mit dem Elefant Elmar drauf zum Beispiel. Seit wann verkaufst du denn Spielsachen? Oh, ich verkaufe schon seit 25 Jahren Spielsachen. Aber hier in dem Geschäft bin ich jetzt seit 15 Jahren. Da hast du aber Glück. Ja, ich kann jeden Tag spielen. So, und das ist hier also die Bücherecke. Da fängt das an. Die sind sortiert für 3-, 4-, 5-Jährige. Hier hinten sind Bücher, so Erstlesebücher und für 8-, 9-Jährige Kinder. Und hier wird das dann so ab 10 aufwärts. Das ist dann so langsam was, was dich vielleicht auch interessieren würde. Das ist so zum Beispiel, da sind Bibeln und christliche Geschichten oder aber auch Märchen sind hier oben. Ne? Woher hast du denn diese ganzen tollen Sachen? Ach, ich bin eigentlich ständig auf der Suche nach irgendwelchen neuen, guten Sachen. Bin auch ein paar Mal im Jahr auf einer Messe. Bin eigentlich immer auf der Suche, dass ich irgendwas Besonderes, Schönes, Neues finde. So, Vio, ich hoffe, dir hat das hier gefallen und dir hat es auch Spaß gebracht. Ja, super. Und ich werde alle kleinen Kinder hierher schicken. Na, toll. Versprochen. Was machen wir? Tschüss. Tschüss.